Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Tag 3 in unserem Coin-to-Fish-Experiment und wir sehen schon mal, ich fütter schon mal unsere Fische, da bekommen wir unsere Rewards, weil das gerade überstehend ist. Da haben wir jetzt ein Korall bekommen und hier bekommen wir jetzt nochmal eine Koralle, das sind schon mal 2 Dollar, die wir bekommen und hier füttern wir noch den anderen Fisch. Ja, wir hatten sogar schon 4 Stück. Allerdings habe ich einen verkauft und den anderen, den gibt es jetzt noch im Marketplace zu kaufen. Ja, wie wir hier schon sehen, ich habe uns ein Ei gekauft. Das ist in unserem Gewinnspiel dabei. Dazu bitte hier einfach im Gewinnspiel teilnehmen. Du bekommst ein Ei gratis im Wert von 80 Euro. Und was heute noch bei Coin2Fish mit drinnen war, ist dieser Link zu dieser City. Und zwar ist das Rise City, das ist auch irgendwie ein NFT-Game, wo man in-game ein paar Grundstücke und was auch immer kaufen kann. Ähnlich wie Sandbox von meinem allerersten Eindruck her. Auch ohne BNB-Fees und ja, die haben eine coole Roadmap. Sieht schon ganz lustig nach irgendeinem, ja, eigentlich Handyspiel aus, wo man sich seine Stadt aufbaut. Und hier ist es wirklich so, dass das Ganze dann, ja, geteilt wird unter allen Spielern. Und das könnte natürlich spannend werden, also ein kleiner Tipp von mir. Einfach mal im MetaMask bzw. in Coin2Fish bei diesem Spiel vorbeischauen. Vielleicht geht es da auch wieder darum, dass man eine Gilde bilden kann, irgendwie mit Referral Codes Vergünstigungen bekommt. Sobald ich da nach dem Pre-Sale Start irgendwelche Infos habe, gebe ich euch natürlich sofort Bescheid. Aber hier sehen wir, da müssen wir noch 13 Stunden warten. Ja, sobald das Ding rüber ist, das dürfte unsere Zeit zwischen 11 und 1 Uhr morgens sein. Ja, da können wir dann zuschlagen. Ich persönlich werde aber, weil ich ja dieses Fische kaufen nicht so rentabel finde, eher nur in den Coin investieren und wir sehen ja dann, was rauskommt. Wie gesagt, hier dieses Rare Egg verlosen wir, das habe ich uns gegönnt und ja, da versuchen wir noch eine Bonesbein jetzt zu verfüttern. Allerdings geht es nicht immer, das verkürzt die Zeit der Fische, beziehungsweise geben sie schneller wieder Geld ab. Was krass ist, wenn man heute auf die Preise unserer Nahrungsmittel schaut, sind wir hier bei 2 Korallen für hier unten 20 Brot oder 20 Äpfel und Co. Da waren die Preise vor ein paar Tagen noch bei 10 Korallen. Also wir sind da relativ krass von den Preisen ein bisschen ja herumgechanged. Ich zeige euch hier noch schnell meinen Fisch. Das ist ein Rare Fisch mit 8 Chroma drauf. Und hier seht ihr mal meine kleine Transaktionsliste. Ich hatte hier mal einen für 53 drin, den habe ich dann um 110 reingestellt. Der wurde auch verkauft. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir hier noch ein paar Fische verkaufen. Weil ganz ehrlich, ich habe lieber die Korallen im Portfolio, weil die steigen ja, als die Fische, weil die sinken ja im Korallenwert. Und das ist natürlich etwas blöd. Ihr findet den Fisch auf jeden Fall, indem ihr einfach auf den Filter geht. Level 1 ist mein Fisch, Rarity auf den Stern, den Rare, Chroma 1 und hier ist meiner mit dabei, einer von den 2. Es ist jetzt dieser hier, können wir schauen, wir bekommen 8% mehr Rendite durch dieses Chroma und ja, ist ein Level 1 Fisch mit 75 XP. Der kostet jetzt 350 Korallen, ich glaube wir haben 190 oder so für das Ei bezahlt und ja, die Eier kosten jetzt viel weniger. Für das neue City-Projekt, was wir jetzt dann vielleicht anstarten, also was vielleicht ein kleiner Call von mir sein wird, nehmen wir natürlich unsere Earnings aus dem Binance bzw. PancakeSwap Staking. Und jetzt, bevor wir noch da in die Berechnung reingehen, wie viel wir jetzt mit Coin2Fish gemacht haben, möchte ich auf mein vorheriges Video angehen. Ich habe da natürlich ein bisschen Clickbait betrieben mit dem Titel Scam Alarm bei Coin2Fish. Allerdings meiner Meinung nach ziemlich berechtigt. Es ist nämlich so, die Korallen zu halten. Ich habe nämlich auch viel Zuspruch bekommen. Auch auf Insta haben mir richtig viele Leute geschrieben, dass ich eigentlich ziemlich recht habe mit dem Ganzen. Weil ja, die Korallen zu halten hätte mehr Profit gemacht. Das stimmt. Aber hätte auch 20% runtergehen können. Mimamo. Ja, dann will mir jemand vorrechnen, dass ich nicht recht habe. Allerdings, ich glaube, ich frage einfach mal euch, jeder, der jetzt seit 2-3 Tagen in dem Game drinnen ist, ja, ich glaube, jeder von euch hätte es lieber gehabt, wenn ihr diese Coins gehabt hättet und nicht irgendwelche Fische, weil die Fische haben jetzt so ziemlich die Hälfte bis zu 70-80% an Korallenwert verloren und das ist ja eigentlich der Dollarwert, sprich eine Koralle ist jetzt fast einem Dollar gewesen, das finde ich schon krass, ja.
Da schreibt noch jemand, die Korallenpreise werden angepasst und der Kurs, somit hast du den gleichen Realpreis. Ja, genau, aber das möchte ich nicht. Ich möchte einen höheren Preis haben, weil meine Assets steigen. Ja, hier schreibt noch der Bergkahn, was du im Video sagst, macht Sinn. Und ja, ging ziemlich ab auf jeden Fall in der Kommentarsection. Und hier schreibt mir auch jemand, habe den gleichen Bedenken mit meiner Schiedstabelle ein bisschen zusammengebaut. Ich habe bisher noch kein Ei gekauft, sondern nur vom Markt. Wenn ich das Ganze gehodelt hätte, hätte ich einen schöneren Gewinn gemacht, als mir 4 Fische zu kaufen. Ich denke, die Zeit wird sich, genau, mit der Zeit wird sich's eh klären. Das stimmt so. Also, da werden wir eh sehen, wer auf lange Sicht recht hat. Und da ja noch ein Kommentar, ich sehe ein viel größeres Problem, dass dieses in Korallentokens wieder umzutauschen ist. Also, schaut euch mal die Kommentare an von dem letzten Video. Ich habe es hier eh verlinkt. Und hier schreibt noch jemand, meine Taktik ist jetzt 50% Staking und 50% Hodeln. Und das finde ich auch die beste Strategie. Darum habe ich auch schon einen Fisch verkauft und der zweite ist ja schon im Marktplatz. Ja, das passt auf jeden Fall. Da sind wir relativ gut dabei. Und weil mir sehr viele Leute geschrieben haben wegen Gilden. Ich wäre ja eigentlich voll für eine Gilde. Allerdings möchte ich euch nicht dazu bringen, irgendwelche Fische zu kaufen. Natürlich, wenn der Markt runtergeht, sind Fische stabil. Das passt. Deshalb eruiere ich jetzt mal hier, bitte schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr eine Gilde, seid ihr schon in der Gilde, weil wenn es wirklich am Bedarf da ist, sagen wir, schreiben 100 Leute in den Kommentar, sie wollen in eine Gilde, dann machen wir eine Gilde. Das ist ja absolut kein Problem. Nur ich will mir da jetzt nicht anhören, dass jeder Fische kauft und die ganzen Kursanstiege. Stellt euch vor, der Coin geht auf 10 Dollar und ihr habt einen Fisch, der immer noch gleich viel wert ist. Deshalb wiegt es mal wirklich, wirklich ab. Und ja, dann können wir uns da gerne entscheiden. Ich habe ja auch ein paar Dollar davon, beziehungsweise wir bekommen alle ja recht viel mehr Renditen, bis zu 30%. Das macht dann schon relativ viel Spaß, wenn man in der Gilde ist. Und ja, ich habe auch schon den Einwand bekommen, dass die Level bei den Fischen extrem viel ausmachen. Und ja, das können wir uns natürlich alles gleich im Rechner durchsehen. Wird auf jeden Fall noch interessant. Ich möchte es jetzt nicht ganz ausschließen, dass dieses Projekt doch Sinn hat. Allerdings ja, wenn man Axie Infinity ansieht, dort kosten die Viecher ja auch mehr und sind auch mehr wert. Dort sind manche Axis bis zu 50.000 Dollar wert. Und hier ist das Beste, was wir haben, irgendwie 200 bis 500 Dollar. Und die werden ja nicht im Kurs steigen, sie werden nur in den Korallen günstiger. Und ja, dann schauen wir uns gern einfach mal meine Berechnung an. Und zwar, wenn wir da ganz einfach in Google Rechner reingehen, dann werden wir mal aus meinem MetaMask einfach die Transaktionen raussuchen. Und zwar haben wir hier angefangen mit 100 CTFT. Das passt auf jeden Fall. Die haben wir da reingesteckt. So, was wir noch gemacht haben, 55 Stück. Und nochmal hier, das sind 400 insgesamt. 55 plus 400 sind wir bei 455. Dann haben wir nochmal nachgelegt nach diesen und zwar noch einmal 450. Die haben wir dann schon hingesendet. Das heißt, wir machen plus 450. Da wären wir eigentlich jetzt genau bei 1005 Dollar. Aber wir haben uns ja Fische gekauft und das schauen wir uns jetzt genau an. Ich möchte da noch auf einen Punkt drauf eingehen und zwar die Fische, die ich gezogen habe, bin ich drauf gekommen. Ist wirklich selten, dass das passiert. Und zwar, wir haben hier eine Möglichkeit nachzusehen, die suche ich schnell raus. Hier gibt es noch eine richtig coole Sache, weil es mir gerade aufgefallen, in diesen Wikibooks von Coin2Fish, da haben sie ja Screenshots von am Anfang des Spiels gemacht. Und da siehst du, hier hat ein Rare Egg 750 Korallen gekostet. Und ein normales Egg hat gekostet 3.500 Korallen. Das ist jetzt fast 1 zu 1 mit dem Dollarwert auszugleichen. Und deswegen, Leute, bin ich kein Fan von Fische oder Eier kaufen. Weil statt einem Ei und einem Fisch, der vielleicht 200 Dollar wert ist im besten Fall, oder mit Pech nur 20 Dollar, hättest du jetzt 7.500 Dollar. Nur wegen einem Ei. Und ich glaube, es gibt Leute, die kaufen sich 10, 20, 30 Stück davon. Und ja, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schon sechsstellig gegangen, hast aber vielleicht nur 1000 bis 5000 Euro in deinen Fischen drin. Und ja, jetzt sucht man auch das raus mit der Fischwahrscheinlichkeit. Genau, und zwar ist es so, wenn wir ein Simple Egg kaufen, bekommen wir ziemlich sicher
ein Common Egg, ein Common Fish und ja, mit 3% nur einen Legendary. Wir haben eigentlich vier Rare Eggs gekauft und haben ja die höchste Wahrscheinlichkeit getroffen mit den Rares. Da haben wir drei Stück gehabt und ein Legendary. Hier war leider keins dabei. Aber ja, angenommen, wir hätten hier irgendwie so einen 20-Dollar-Fisch, der irgendwie Common ist, gezogen. Die haben natürlich mega hartes Minus gemacht. Und es passiert ja auch vielen, dass sie hier in dem Bereich unter Rare sind mit Common und Uncommon. Aber ja, dann bist du halt noch schlechter aufgestellt. Das müsst ihr in die Berechnung jetzt mit einfließen lassen, weil wir hatten Glück. Es könnte auch weniger sein, was wir haben. Aber ja, nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal am Fischmarkt um. Ist ein lustiger Name, der Fischmarkt. Und zwar, wenn man hier jetzt hingeht und sagt, okay, wir wollen unsere drei Fische kalkulieren, was wirklich der Wert ist ja nur, was dafür bezahlt wird, schau mal an, wo die Dinger ungefähr gehandelt werden. Wir haben zwei Stück auf Level 1 mit diesen Chroma-Stufen und diesen Rarity-Leveln. Und zwar, ja gut, da haben wir jetzt Glück, weil die mit Chroma nicht unter 300 Dollar angeboten werden. Das heißt, wir können hier mal eingeben 300 und den haben wir ja im Endeffekt zweimal. Und dann hätten wir noch unsere Level 1 Legendary ohne Chroma. Und da müssen wir natürlich auch auf Price gehen. Ne, nicht All, sondern hier. Und da sind wir bei 279, also die sind anscheinend günstiger wie irgendein Fisch mit Chroma, ein unterer. Das rechnen wir mit ein. Und dann haben wir noch den in unserem Marketplace. Der ist Rare Level 1 und das Chroma ist hier irgend so ein pinkes gewesen. Schauen wir mal, das war's. Search. So, und hier haben wir noch einen realistischen Preis. Was haben wir da? Wir haben 104 Korallen bekommen. Stimmt, das haben wir ja schon. Genau. Also rechnen wir noch zurück, was wir haben. Wir haben 319 Stück plus 319. So, und jetzt haben wir hier ein theoretisches Plus, wenn wir unsere Fische überhaupt verkaufen. Ja, das ist ja nur der Preis, der gerade angeboten wird. 1200 plus. Das passt auf jeden Fall. Da sind wir recht happy. Allerdings, wie gesagt, es ist eine richtig krasse Glückssache. Also das könnt ihr ruhig mit Glücksspiel vergleichen. Wir machen jetzt mal unsere 319, was wir quasi hier drinnen haben, und rechnen jetzt mal, wenn man vom Marketplace ausgehen, irgendwelche Einser-Level-Fische, die Rarity geben wir auf jeden Fall mal auf Common oder vielleicht sogar Uncommon, ja, von mir aus kein Chroma. Und dann gehen wir auf den günstigsten Preis. Und da sehen wir, wir hätten hier auch für 57 Euro einen Fisch pullen können oder noch schlimmer, 28 Euro. Also Korallen ist ja fast schon mit Dollar. Und dann geben wir ein plus 4 mal 28 oder wollen wir im Schnitt 50 angeben, wenn wir es gut rechnen. Dann hätten wir hier unser Investment halbiert. Nur weil wir richtig, richtig krasses Glück hatten, sind wir da mit den Eiern im Plus. Und ja, der Korallenwert, das kann ich euch versprechen, sollten wir im Kurs hochgehen, wird das vielleicht nur mal 200 Korallen sein, wenn wir 2x machen. Ja? Und das ist der Schmarrn dahinter. Finde ich eben, wie gesagt, schade, weil viele Leute sind da mega, mega heiß drauf, sich Fische zu kaufen. Ich persönlich halte aber mehr davon, die einfach zu staken. Und ja, können wir eh noch mal ein bisschen nachlegen. Die staken einfach. Confirm. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen was im Staking drinnen. Und ja, unbedingt, dass du es nicht vergisst. Eier kaufen und Co. ist nicht schlau, aber Eier gewinnen, das ist sehr schlau, weil du hast keine Kosten, hast eventuell einen Legendary Fish für mehrere hundert Dollar drin oder zumindest 30, 40 Dollar von dem normalen Fisch und du bekommst Renditen. Da kannst du dir ja aussuchen, was du machen möchtest, verkaufen oder ob du ihn füttern möchtest und hochleveln möchtest. Auf jeden Fall kannst du es frei entscheiden und einfach die Gewinne mitnehmen. Das Ei verlosen wir am Montag und der Montag, der ist schon in 5 Tagen, glaube ich. Deshalb auch bei diesem Video zählt es noch dazu. Kommentiere hier drunter, ob du schon dabei bist. Du kannst meinen Referral-Code übrigens verwenden. Der ist der Name Didi. Und mit dem bekommst du dann Rabatte auf deine Einkäufe, solltest du Eier kaufen.
und auch Fishing Rods und so. Es wird alles günstiger in dem Spiel, deshalb unbedingt den Rabattcode verwenden. Und je mehr Leute den Rabattcode verwenden, desto öfter können wir auch Eier verlosen. Das macht mir natürlich Spaß, da können wir gern jede Woche 5 Eier verschenken. Auf jeden Fall, ihr müsst dabei sein, ihr müsst in meinem Link bzw. mit meinem Link dabei sein, dann können wir das sehr gerne machen, weil für alle 100 Personen, die sich hier wirklich ein Ei kaufen, das können wir hier nachsehen, bekomme ich eins geschenkt. Und weil ich ja keine Eier brauche, ich bin mit dem Spiel zufrieden, ja, da können wir wirklich die Eier alle verlosen. Bisher habe ich genau eines geschenkt bekommen durch die Referrals, deshalb auch nochmal vielen Dank an euch, finde ich mega cool. Und ja, das werden wir natürlich 1:1 an euch zurückgeben. Ihr könnt mir da gerne eine Nachricht schicken auf Insta mit dem Screenshot, dass ihr kommentiert habt. Dann registriere ich das auf jeden Fall. Und ja, dann werden wir am Montag das erste Ei verlosen. Vielleicht sind es dann schon zwei. Wenn man schon bei zwei sind, dann verlosen wir natürlich gleich beide. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß auf hoher See hier im Kryptomarkt. Wünsche dir natürlich spannende Gains und freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Spätestens am Montag werden wir die Eier verlosen. Ciao, ciao.